wie kompliziert das würde? Nein, das habe ich nicht unterschätzt. Wir sind ja auch mit den Ländern schon seit Wochen an einer Umsetzungsstrategie und haben dazu jetzt erst heute wieder eine Handreichung vorbereitet. Das ist eine große Aufgabe und wir müssen das gemeinsam schaffen. Aber dass das leicht würde, das hat niemand geglaubt. Dafür sind es einfach zu viele betroffene Menschen. Viele Länder fordern eine bundeseinheitliche Linie. Der saarländische Ministerpräsident etwa hat diese Woche hier in den Tagesthemen vor einem, wie er sagte, Verschiebebahnhof gewarnt. Wenn eine ungeimpfte Pflegerin beispielsweise in Baden-Württemberg nicht mehr arbeiten darf, dann fährt sie eben nach Bayern, weil es da womöglich ewig lange Übergangsfristen gibt. Das sehe ich nicht so, denn das Gesetz gilt ja überall. Also von daher muss es auch überall umgesetzt werden. Und selbstverständlich ist also zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz also Gültigkeit gewinnt, die Beschäftigung von jemandem, der nicht geimpft ist, ist nicht mehr erlaubt. Das heißt, dass diese Möglichkeit besteht gar nicht. Und also die Umsetzung, wie gesagt, einheitliche Umsetzung wäre richtig, aber im Großen und Ganzen steht ja im Vordergrund, das Gesetz gilt überall und für alle vom gleichen Tag an. Aber arbeiten Sie jetzt gemeinsam mit den Ländern an einheitlichen Regeln? Wir arbeiten an einer Umsetzungshandreichung, kann man sagen. Und das ist auch richtig, was zum Beispiel passiert mit denjenigen, die einmal geimpft sind schon, oder was passiert mit denjenigen, die schon einen festen Impftermin haben, was passiert mit denjenigen, die also beispielsweise medizinische Gründe haben, die die Impfung nicht möglich machen. Wie wird das geprüft? Also wie all diese Punkte umzusetzen sind, daran arbeiten wir mit den Ländern schon eine ganze Zeit und da kommen wir wahrscheinlich auch zu einer einheitlichen Handreichung. Aber wichtig ist, das Problem ist tatsächlich die Umsetzung überhaupt. Das ist keine Kleinigkeit und da müssen wir alle zusammenhalten. Minister Lauterbach, bei der Teilpflicht schon so viele offene Fragen gibt, wie soll dann erst eine allgemeine Impfpflicht umgesetzt und kontrolliert werden? Glauben Sie noch daran, dass die wirklich kommt? Ich glaube, dass wir also alle gut beraten sind, für die allgemeine Impfpflicht zu kämpfen, weil was ich mir nicht vorstellen möchte, ist, dass wir im Herbst, in den dritten Herbst hineingehen und stehen vor den gleichen Problemen. Wir haben halt im europäischen Vergleich eine sehr große Zahl von ungeimpften älteren Menschen und also der Schutz dieser älteren Menschen, die also ungeimpft sind und auch derjenigen, die Risikofaktoren haben, der würde uns dazu ja zwingen, wieder Schutzmaßnahmen einzuleiten, wenn wir im Herbst eine neue Variante zum Beispiel bekämen. Somit brauchen wir die allgemeine Impfpflicht, sonst also werden wir im Herbst erneut diese Debatten haben, die wir jetzt haben. Also was können wir öffnen, was müssen wir schließen, wie geht es mit den Kindern weiter. Ich glaube, das kann man der allgemeinen Bevölkerung auch nicht mehr zumuten, dass wir hier ständig über Schließungen debattieren müssen, weil eine kleine Gruppe in der Bevölkerung nicht bereit ist, sich freiwillig impfen zu lassen. Aber das Ganze kommt ja irgendwie nicht in die Gänge. Alle Gruppenanträge sollten eigentlich schon kommende Woche im Bundestag beraten werden, aber weil eben noch nicht alle Anträge schriftlich vorliegen, auch übrigens ja einer von der FDP, zieht sich das ziemlich in den April. Ist das jetzt Taktik auch von der FDP, das Ganze zu verschleppen? Also ich spekuliere hier nicht über die Gründe für mögliche Verschleppung. Ich kann nur so viel sagen, die Gesetzentwürfe, die sind fertig. Auch der Gesetzentwurf also für die Impfpflicht ab 50, der ja federführend von Herrn Ullmann von der FDP entwickelt worden ist, aber auch der Antrag Impfpflicht ab 18 ist fertig. Die Gesetzentwürfe sind da. Somit könnte die Debatte in der nächsten Woche stattfinden. Und wenn die Gruppen sich darauf einigen, wie gesagt, das kann nicht ich beeinflussen, sondern das ist Arbeit der Gruppen im Parlament, dann fände ich das sehr gut, weil je früher wir die Debatte führen, desto schneller kommen wir auch zu einer klaren Lösung. Gut, also wir gehen mal davon aus, die Inzidenzen werden niedriger in den nächsten Wochen und die Lage entspannt sich. Können Sie den Menschen dann eigentlich noch erzählen und sie damit überzeugen, dass wir die Impfpflicht brauchen, weil wir im Herbst vielleicht eine neue gefährliche Variante erleben werden? Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Kann man einen so gravierenden Schritt auf einen Konjunktiv bauen? Zunächst muss man ja hier nicht mit vielleicht arbeiten, sondern mit Wahrscheinlichkeiten. Und also die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, gehen alle davon aus, dass es im Herbst wieder Probleme geben wird mit anderen Varianten möglicherweise. Aber selbst wenn nur die Omikron-Variante zurückkäme, könnten wir auch nicht sagen, wir gehen jetzt in den Herbst ohne jede
Einschränkungen. Wahrscheinlicher ist aber, dass eine andere Variante kommt und darauf muss man vorbereitet sein. Also ich halte diese Strategie, dass man sagt, okay, warten wir doch mal ab, ob im Herbst noch mal was kommt, ja oder nein. Und wenn was kommt, reagieren wir dann. Das halte ich für die falsche Strategie. Das ist die Strategie, mit der wir schon also im letzten Herbst keinen Erfolg gehabt haben. Und somit ist es nicht also irgendwie eine Spekulation, kommt noch mal eine Variante, sondern hier muss man sich auf die dominierende wissenschaftliche Analyse verlassen, und die ist halt die, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es im Herbst keine Probleme mehr gibt. Sagt der Bundesgesundheitsminister, danke, Herr Lauterbach, für das Gespräch. Ich danke Ihnen.